Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir quälen uns noch ein Stück in die Mine hinein. Wir haben ja die gute Dame hier getroffen, die möchte uns jetzt begleiten und eigentlich mit uns nach Hause. Wir hatten hier noch so einen kleinen Knupsi-Pups, den ich gerne finden würde. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn wir auf die Karte gucken. Doch da ist der, genau. Und da musste ich jetzt gucken. Wo die Schlangen da alle? Schleichen uns mal hier dran vorbei, wie wir da am besten hinkommen. Oder doch hier lang. Hier ist ja noch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Nee. Schlaf mal weiter. Wir sind gar nicht da. Fackelinus wieder an. Wir sind doch, da ist eine Fackel. Ah, ich glaube, das ist hier so ein Rundweg, ne? Oder? Nee, das war richtig, was wir gemacht haben. Sehr. Jetzt geh doch da runter, Mädchen. Ist hier noch irgendwo eine Fackel? Nee, ne? Auf jeden Fall ist das da, das, wo wir hin müssen. Kamera, könntest du mal... Danke. Hey, wo ist denn der? Der ist hier drin. Müssen wir den ausbuddeln? Glaube ja, ne? Hab ja noch Bomben. Hehehe. Meine Herrschaften, los! Ja, perfekt. Das war auch die richtige Höhe. Hi! Juhu, der Sand und die Erde sind weg. Ich bin gerettet. Ich habe nur ein bisschen zu den glitzernden Zeug da hochgeguckt. Und von einer Sekunde auf die andere ist die Decke eingestürzt. Ich dachte, das wäre mein Ende. Halt mal. Hat da jemand glitzerndes Zeug gesagt? Na hallo, wenn ich mich nicht irre, ist das Silber. Hier los, eine Hammel. Wir haben noch eine Ader gefunden. Du, hier ist einiges, das stimmt. Gut, dann haben wir da jetzt alle Babys gefunden. Die erste Sache, Genie. Wir machen richtig gute Fortschritte bei der Suche nach den Silberadern. Fantabulös. Du hast alle meine kleinen Brüder gefunden. Die kleinen Küken müssen ja solche Angst gehabt haben. So ganz alleine. Ich kann dir gar nicht genug danken. Sehr gut. Was kriege ich? Außer Liebe? Ich entschuldige mich für meine Brüder. Sie verlieren völlig die Beherrschung, wenn sie etwas Glitzerndes sehen, egal was es ist. Ich habe ein viel geschultes Auge, was Schätzen angeht. Mein Blick für Wertsachen ist absolut fantabulös. Ah, hätte ich nur die Echoflöte. Da könnte ich jeden Schatz in den Tunneln finden. Klar. Wie du meinst. Also, Shinny, wir haben drei Silberadern gefunden. Genau wie Makrok es wollte. Gehen wir zur Basis zurück und erzählen wir ihm die guten Neuigkeiten. Ja, das klingt ja schon mal gut. Okay. Gib mir erstmal den Loot. So. Und die kommen weg, bevor ich damit noch irgendwelches Unheil anrichte. Dann hüpfen wir mal zurück an die Oberfläche. Ach so, worüber ich euch noch informieren wollte. Im Moment ist alles ein bisschen sehr stressig. So privat und auf der Arbeit und drumherum und fiddeldei. Ich habe aber ab nächster Woche erstmal Urlaub. Bin dann aber auch im Urlaub. Fahre ein bisschen weg. Dementsprechend werden die Folgen
erstmal ein bisschen kürzer gehalten. Ich schaffe das sonst alles zeitmäßig nicht. Und es kann sein, dass während der Zeit, die ich weg bin, dann Folgen ausfallen, weil ich nicht geschafft habe, genug vorzubereiten. Also nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass eventuell was ausfallen könnte und dass die Folgen ein bisschen kürzer sind als sonst. So, die junge Dame möchte bei uns einziehen. Oh, frische Luft. Es ist Jahre her, dass wir draußen waren. Nein, nein, Jahrzehnte. Und hier sind so viele Leute, mit denen man reden kann. Weißt du, Kindchen, als wir ein kleines Mädchen waren, sind wir beim Spielen in ein Schlundloch gefallen. Wir waren unter der Erde gefangen. Kein Entkommen. Seitdem haben wir uns sehr verändert. Wir sind nicht mehr das kleine Mädchen, das wir mal waren. Vielleicht haben wir sogar eine kleine Schachtkoller. Nicht verrückt. Sehr nicht verrückt. Okay. Über die Jahre sind die Tunnel unser Zuhause geworden. Wir wissen es über alles über sie. Vielleicht wird dir dieses Wissen irgendwann nützlich sein. Ja, ja, ja. Wir hoffen, du bist so gütig, uns hier bleiben zu lassen. Ja, ja, es ist nett zu uns und wir sind zu ihm nett. Im Gegenzug versprechen wir dir auf jede Art zu helfen, die unserer Macht steht. Ja. Delia schließt sich dem Team von Shinny an. Okay, wenn du dich doch so gut da unten auskennst, ne? Wir brauchen Gold. Wo ist denn das? Hilf mir doch mal. Na gut. Da haben wir jemand Neues. Hier wohnen, kriegen wir noch mehr Herzen? Oh, ihr Schweine. Okay, Magrok, ich habe Silber gefunden. Und du hast also 3 neue Silberadern gefunden. Ja, gute Arbeit. Ich bin sicher, die anderen haben dir 1 oder 2 unserer Legenden über die Minen erzählt. Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, was da unten lauert. Vielleicht sind die Legenden über den unterirdischen Tempel wahr. Vielleicht wirst du ihn sogar entdecken. Aber darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt solltest du dir erst die nächsten Berichte der Bergarbeiter anhören. Ich bin sicher, sie werden mehr Silber mitbringen als zuvor. Ja, das wäre sehr schön, denn wir brauchen, glaube ich, noch ganz schön viel Nee, jetzt nicht. Silber für... Marot, das ist mein Bett. Gehst du da wo raus? Für unsere Silberbar brauchen wir noch Silber. Ja, aber erstmal ein schöner neuer wunderbarer Tag. Ja, geht mal alle futtern. Ich bräuchte auch dringend was zu futtern. Ich frühstücke auch mal. Ich brauchte nicht nur Silber für die Bahne, sondern nee, ich brauchte nur noch die Goldsachen. Der Rest war ja fertig. Und die Schirmchen, die ich noch nicht machen kann. Den Rest hatten wir ja fertig gemacht. Diese Lampen brauchte ich noch, aber die konnte ich, glaube ich, alle noch nicht. Ja. Herzen. So viel Liebe. Chef? Chef, wo bist denn du? Was hast du vor? Ja, Glückwunsch, Chili. Du hast mehr Silber in den Tunneln gefunden, als ich gedacht hätte. Aber deshalb können wir noch lange keine ruhige Kugel schieben. Ich habe eine Liste von Aufgaben für die Arbeit an der Silberbar, die so lang ist wie mein Arm. Für den Anfang, wie wäre es, wenn wir das Schwimmbecken fertig bauen? Wenn du dir mal den Bauplan anguckst, siehst du ein paar spaßige Springbrunnen. Da soll das Schwimmbecken hin. Dein Topf ohne Boden sollte reichen, um es mit Wasser zu füllen. Aber du solltest erst die Beckenwände bauen. Ja, sonst setzt du nur die ganze Bude unter Wasser. Denk gar nicht erst daran, das Wasser tröpfchenweise auszukippen. Du kannst den Topf in einem Rutsch ausschütten und wieder auffüllen.
Aber natürlich darf kein Schmutzwasser in den Pool. Niemand will im Dreck schwimmen. Wenn du kein sauberes Wasser parat hast, wirst du wohl zum See in der Mine hinuntergehen müssen, um den Topf da zu füllen. Jetzt gerade solltest du nur die Wände des Schwimmbeckens bauen und das Ding füllen. Wenn du nicht weißt, wo die Wände hin sollen, guck einfach auf den Bauplan. Schön, dass du mehr Ahnung vom Bauen hast als die Erbauerin. Wirklich. Ja, was ist jetzt die einfachste Aufgabe? Ich hatte eben sogar schon überlegt, ich wusste ja, hier kommt ein Pool hin, ob wir das einfach schon mal angehen. Aber dann machen wir das doch mal fix. Haha, ja. Boah, toll. Schwimmbecken. Nice, ja. Sollten wir hier noch was haben? Dann haben wir das ja schon. Hör ich da etwas schwappen und splatschen? Schicke Sache, Schini. Das Schwimmbecken wird bei den Bergarbeitern richtig gut ankommen. Ja, ja, aber doch, das bin ich fertig. Da fehlen noch ein paar wichtige Teile. Wir brauchen noch 4 Leitern. Hab ich doch schon. Damit man rein und raus klettern und 5 spaßige Springen. Hab ich schon. Und das ist ein ganzer Stil geben. Dalli, dalli. Hab ich schon. Ja, fantastisch gemacht, Schini. Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt, wo das Schwimmbecken fertig ist, nimmt die Silberbank langsam gespannt an. Wir müssen nur noch letzte Hand anlegen und dem Beckenrand ein bisschen Partystimmung verpassen. Dazu brauchen wir 3 Liegestühle, 3 Esstische mit je einem Cocktail drauf und einen Sonnenschirm. Ich kann aber noch keinen Sonnenschirm. Den Rest habe ich schon. Für den Cocktail brauchst du eine Tasse Stechbrause, die du herstellen kannst, indem du den Stechpfirsich in den Fertigungsfass legst. Aber bevor du anfängst, die Esstische und Liegestühle aufzustellen, musst du den Boden aus silberfarbenen Ziegeln platzieren. Kapiert? Also um einen ordentlichen Cocktail der Hammerholbart herzustellen, braucht man ein Händchen für Blumenarrangements und da kommt der Gladiolensamen ins Spiel. Ja, wenn du Samen brauchst, kannst du welche in der Oase im Nordosten der Stadt finden. Ist nicht weit. Krieg ich jetzt den Schirm? Weil alles andere habe ich ja, wie gesagt, schon. Nee, den Liegestuhl hatten wir auch noch nicht. Schirmchen! Nice. Okay. Jetzt kann ich endlich Liegestuhl und Zirmschen machen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Jungs, überschüttet mich doch nicht mit so viel Liebe. Das kann ich gar nicht ertragen. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. So. Bauen. Da. Oh, wir können nur 2 machen und dann fehlen mir diese verkackten Pflanzenfasern. Aber dann muss ich wieder gucken, wo ich Pflanzenfasern herkriege. Für den Schirm brauche ich bestimmt auch noch welche, ne? Sie ist schon kommen. Nein! Pelz, Eisen und Holz. Da kann ich auf jeden Fall 3 machen. Das ist ja sehr gut. Und dann müssen wir mal eben schnell auf Pflanzenfasersuche gehen. Dann machen wir noch den letzten Liegestuhl. Dann haben wir die Liegestühle und die Schirme dahin. Und dann haben wir die Quest auch schon wieder erledigt. Ich glaube, da kamen keine Pflanzenfasern raus, ne? Sondern? Nee. Da kommt trockenes Gras raus. Wo gab es Pflanzenfasern? Ich weiß es doch nicht mehr. Hui. Das ist alles trockenes Pupsgras. Hier kriege ich, glaube ich, Pflanzenfasern raus, oder? Nee. Da kriege ich gar nichts raus. Maros, hilf mir doch mal. Wo kriege ich Pflanzenfasern her? Es weiß es doch nicht mehr. Ich suche die jedes Mal, ne? Das trockenes Gras. Maros, nee, hör mal auf. Ich brauche nicht so viel trockenes Gras. Ich brauche Pflanzenfasern. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, ne? Hä? Mir ein Mysterium. Ich weiß, dass man aus den Ranken kriegen wir
Seile. Aus den Kaktussen bekommen wir Kaktus. Aus Stein bekommen wir Stein. Logisch, ne? Aber wo haben wir Pflanzenfasern hergekriegt? Hilft mir doch mal. Ich wollte das jetzt mal eben schnell fertig machen und jetzt kriege ich keine Pflanzenfasern zusammen. Ich renne mal aus der anderen Seite raus. Aber das ist ja auch alles eher nur trockenes Gras. Malros, wo kriege ich Pflanzenfasern her? Jedes Mal das Gleiche, ne? Ja, aber ich keine Ahnung. Ja, aus diesem getrockneten Gestrüpp? Nee, oder? Bin ja gar nicht dran. Nee, da kriege ich auch nur die Seile raus. Hä? Ich kann ja mal in meinen schlauen Almanach gucken. Das ist nicht der Almanach. Jenny. Da. Gegenstände. Ich gucke jedes Mal, ne, und verzweifle. Wo sind sie denn? Jetzt finde ich sie nicht mal. Das ist natürlich auch gut. Weil wie viel wir noch nicht entdeckt haben. Also wir werden noch ein Weilchen in diesem Spiel zugange sein. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Da. Grasfasern. Faseriger Faden, Gefäde aus Filamenten der Flora. Ja, das ist ganz toll. Das hilft mir aber nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt keine finde. Ich brauche einen blöden, ne? Och Mann. Ich wollte die Quest fertig machen. Den Kakteen bekomme ich nur Kaktus raus, ne? Ja. Lass die Kakteen stehen, Malros. Hilf mir, Pflanzen. Aber klettern mal da hoch. Was ist denn da oben eigentlich? Da sind wir noch nie hoch. Ist hier was? Außer, dass wir hier auf den Berg können? Hallo. Hier sind Monster, aber hier werde ich wahrscheinlich auch keine Fasern finden. Sieht hier alles sehr trist aus. Dann gehen wir jetzt halt auf Erkundungstour, ne? Und suchen diese blöden Fasern. Kriege ich von dir welche? Ne, von dir kriege ich Pelz, ne? Aua. Ja, toll. Da haben wir noch so eine kleine Nische. Das sieht mir aber auch, wenn nur alles nach totem, trockenem Gras aus. So wird das nichts, ne? Kriege ich die denn jetzt her? Ernsthaft? Guck gerade, ob ich hier von oben irgendwo was sehe, bei dem ich mir denke, yo. Da sind die Fasern, die ich brauche. Hier ist Wasser, ne? Hier ist Klippe, da ist nichts mehr. Mit Fasern. Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn wir keine finden und kriegen.
Dann haben wir ein Problem. Oh, da hinten ist was. Dann haben wir ein Problem, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, vielleicht unten im See. Ne, du bist auch noch trocken. Im See unten. Hier haben wir auf jeden Fall ein Rätsel. So, da sind blaue, rote Blöcke. Da sind blaue Steine. Da muss Wasser, aber Wasser fließt nicht. Warum fließt Wasser nicht? Ich habe keine Ahnung. Das sieht gleich aus. Das sieht gleich aus. Muss ich da oben einfach nur Wasser hinsetzen? Das Wasser fließt. Fertig. Jetzt fließt doch Wasser. Sieht jetzt genauso aus wie da drüben. Oder muss ich mit dir irgendwas machen? Warte, da ist ein Hammer drauf. Muss ich da was mit dem Hammer machen? Oh. Ziehen? Ah! Aua. Müsst ihr da drauf? Ich hab's richtig gemacht. Nice! Hab ich jetzt nicht mitgerechnet, ne? Ja, ganz ehrlich. Okay, gut. Gib mir eine Münze, der wir uns wieder tolle Sachen kaufen können. Achso, das kann ich nicht kaputt machen, weil das hier zum Geschehen gehört. Naja, gut, dann, ja, ne? Kommen wir da noch nicht wirklich weiter? Nee, das ist alles zu trockene Kacke. Da ist keine Fasern zu finden, ne? Da müssen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal gucken und suchen. Ich hatte gehofft, dass ich das in dieser Folge noch fertig bekomme. Mit den Faserinos und den Liegestuhl und den Schirmchen. Aber Spiel sagt nö. Spiel sagt, ne, kriegen wir nicht hin, machen wir nicht. Wäre ja zu einfach. Das ist auch alles trockenes Gras, ne? Ja, dann erkunden wir in der nächsten Folge hier die Insel ein bisschen weiter. Können ja hier oben ganz entspannt langlaufen und suchen. Hier war der Anfang, ne? Dann können wir... Ja, hier ist das Süffchen. Dann können wir noch in die andere Richtung laufen. Da über diesen Hügel und einfach mal gucken, wo wir was finden, wo wir ein paar Fasern herkriegen, damit wir die Bar weiterbauen können. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!